Salz in der Suppe. Du hast die Zutaten, die du brauchst, damit dein Business zum Hochgenuss wird. Wir geben dir dafür das passende Rezept, unseren scharfen Blick, jede Menge Werkzeuge und die Prise Mindset. Salz in der Suppe, dein Business-Podcast, wenn du dich für Employer-Branding, Storytelling und den etwas anderen Business-Aufbau interessierst. Mit Annick und Lisa. Hey Lisa, du bist hier in der Schweiz. Ich sitze in Deutschland. Kennst du eigentlich diese unglaublich nervige Carglass-Werbung? Carglass repariert, Carglass baut aus. Das tauscht aus, genau. Tauscht aus. Genau, in der was auch immer sie tun, wir alle kennen diese Werbung. Und heute habe ich eine neue Radiowerbung von denen gehört, nämlich mit einer Frauenstimme und die ganz, ganz locker sagte: Hey, früher habe ich im Schichtdienst gearbeitet, jetzt bin ich bei Carglass und verdiene viel mehr Geld und alles ist viel toller und so weiter. Und dann dachte ich mir nur so, also entweder ist damit gemeint, früher habe ich bei der Pflege gearbeitet oder ich habe früher im Hotel und Restaurant gearbeitet. Also das hat mir schon dolle zu denken gegeben, dass ich merke, okay, gerade Carglass macht nämlich wahnsinnig gute und gezielte Werbung. Und wenn die da eine Frau reinsetzen, aus welchen Berufen soll die denn kommen, wenn es da heißt Schichtdienst? Mhm. Ja, also das wird ganz viel Pflege, Krankenhaus oder eben auch, also es ist ja eine Serviceleistung, ja, Carglass. Und wer wird sich da wohlfühlen? Klar, jemand, der serviceaffin ist. Und da sind sie wieder, die Abgänger von der Hotellerie, Gastronomie in die anderen Dienstleistungsbranchen dieser Welt. So, wir können jetzt alle weinen oder wir können jetzt halt überlegen, okay, wie schaffen wir es denn, uns trotzdem auf, also uns sichtbar zu machen und hörbar für Menschen, die eben keinen Bock auf Scheiben austauschen haben, weil das ist ja immer noch unsere Stärke in der Hotellerie und Gastronomie. Der Job macht Spaß und es ist wirklich mit richtigem Menschenkontakt. Jeder Tag ist anders, jeder Tag ist neu und das können eben solche Jobs nicht bieten. Ja, ja, vor allem überleg mal bitte, in der Hotellerie kannst du ja auch deine Hobbys und Leidenschaften leben, ja? Also wenn ich wenn ich unsere Gäste begeistern will und ich kann gut Geige spielen, hatten wir ja schon des Öfteren, könntest du ein Geige spielender Koch sein, der während des Abends im Restaurant für eine Viertelstunde ein paar Liedchen spielt. Oder wir hatten es jetzt. Ja, versuch das mal bei Carglass. Ja, eben, das geht gar nicht. Oder wir hatten es jetzt auch bei in Corona, da hat ein Auszubildender einfach, weil er Bock hatte, mit seinen Kollegen im Zwangs-Homeoffice Bücher gelesen zusammen. Und der macht jetzt neu Buchlesungen mit Jungautoren bei sich im Hotel und begeistert damit Gäste als Lesehotelwochen und sowas. Diese ganzen Sachen kannst du ja in der Hotellerie tatsächlich leben. Oder eine andere Sache, du kannst auch wenn du irgendwie ein Strandhotel bist und die Surferbude um die Ecke hast, dann kannst du auch gezielt in der Mitarbeiteransprache, also neue Mitarbeiter zu finden, auf die Jungs gehen, die halt total auf Surfen stehen. Und dann suchst du nicht alle Mitarbeiter, sondern du suchst diejenigen, die Bock auf Surfen haben und zusätzlich in der Gastronomie, Hotellerie arbeiten wollen. Und dann hast du einen Pulk von Surfern in deinem Haus und denen kannst du dann irgendwelche Goodies machen mit der Surfschule nebenan, mit dem besten Leih-Equipment, was sich sonst die Mitarbeiter gar nicht leisten können, die dann sagen, oh geil, wenn ich da jetzt auch noch arbeite, dann kann ich auch das super Surfbrett von XY nutzen. Und das sind dann diese ganzen Sonderdinger, die du bei Carglass nicht kriegst. Ja? Ja, genau. Und außerdem hast du unglaublich gut aussehende Mitarbeiter. Ja. Die mit dem Waschbrettbau. Okay. Wir lassen es jetzt nicht ablenken. Also auf jeden Fall, damit sind wir doch gleich beim Thema, Lisa. Nämlich bei dem Thema, finde dein Warum und warum ist das so wichtig fürs Thema Stellenanzeigen. Stellenanzeige to go. Unser grenzgenialer Workshop, der dir zeigt, wie du Mitarbeiter auf Knopfdruck bekommst. Und zwar die richtigen, in kurzer Zeit und ohne große Ausgaben. Finde heraus, was der geniale Trick ist, der dich deine Mitarbeitersuche ganz neu denken lässt.
Positionier dich als begehrenswerter Arbeitgeber. Ziehe dein Lieblingspersonal wie magisch an. Mach dich und dein Team endlich sorgenfrei. Du erhältst einen konkreten Schritt-für-Schritt-Umsetzungsplan. Mit dieser Vorlage kannst du schon in einer Stunde deine perfekte, anziehende Jobannonce aufsetzen. Und du erhältst zusätzliche, tiefergehende Tipps und Erläuterungen im Video und ausführliche Erklärungen als PDF-Vorlagen. Stellenanzeige to go. Die bessere Jobannonce. So findest du Mitarbeiter heute. Nähere Infos auch unter salzinersuppe.de und in den Shownotes. Jetzt mal auf einer Skala von 1 bis 10. Wie wichtig findest du das Warum-Finden für das Thema Stellenanzeige? 11 von 10. 11 von 10, ja genau. Also wichtiger als wichtig. Genau, also deswegen, bevor wir jetzt ins Detail gehen, auch wenn du dir am Anfang denkst, boah, was soll das jetzt mit der Stellenanzeige zu tun haben? Es ist mega wichtig, finden wir. Wir von Salz in der Suppe und nicht nur wir, sondern auch solche klitzekleinen Firmen wie zum Beispiel Apple findet das auch extrem wichtig. What the f*** ist denn das Warum? Ja, genau. Und jetzt, Lisa und ich sind uns mal wieder uneinig. Nein, du wirst zuerst das Warum erklären. Nein, ich will jetzt mein Witz machen. So, Spuck also aus. Lisa, erklär uns, was das Warum ist. Ach, ich darf's jetzt machen. Super, vielen Dank. Das Warum ist eigentlich, man kann es ja auch sagen im Marketing-Schnack, dein USP als Arbeitgeber. Ja? Also was macht dich als Arbeitgeber aus? Was macht dich zu einer tollen Marke, zu einem tollen Haus, zu einem tollen Betrieb, bei dem man arbeiten möchte? Und wir reden hier nicht vom 0815, bei uns gibt es eine Stelle, wir zahlen Lohn, genau, wir sind auch eine Familie, sind sie alle, sondern es geht wirklich darum, einen emotionalen Zusatznutzen zu schaffen, eine Welt aufzumachen, in denen sich die Mitarbeiter wohlfühlen, die wirklich im Herzen treffen. Und es kann so sein, dass es wirklich ist, ey, wir sind die Surferbude, bei uns arbeiten nur Surfer, bist du dabei, dann spring auf. Ja, ja? Wir haben übrigens noch eine Kochstelle, aber spring noch auf. Ne? Oder der Sinn. Genau. Ja, wofür, also das bedeutet nicht nur, wofür steht das Haus, sondern wofür, wenn wir jetzt mal von dir als Hotelier oder Gastronom sprechen, wofür schlägt dein Herz? Warum hast du die Bude überhaupt aufgemacht? Warum hast du angefangen zu kochen? Warum liebst du, was du tust? Was ist da wirklich dahinter? Also ich kann jetzt mal sagen, bei mir war ein ganz großer Antrieb, einen Ort zu schaffen, wo Mitarbeiter fröhlich in der Gastro arbeiten können und einen guten Ort für Mitarbeiter zu schaffen. Das war für mich sehr, sehr wichtig. Das ist jetzt noch nicht konkret mein Warum. Mein persönliches Warum ist zum Beispiel, andere inspirieren, neue Wege zu gehen. Und das hat sich dann eben geäußert in, dass ich ganz neue Methoden der Mitarbeiterführung ausprobiert habe und habe zum Beispiel die Gehälter offengelegt. Also eben das Warum ist das, warum du wirklich morgens aufstehst, was dich antreibt, was alles aus dir rausholt, dir richtig Gänsehaut macht und führt dann eben im zweiten und dritten Schritt zu Dingen, die dich einzigartig machen. Soweit der Idealfall. So. Beispielsweise haben Wähler-Hotels, die ich sehr mag von den Führungspersönlichkeiten und HR-Mitarbeiterinnen, die haben das auch ganz schön gemacht. Sie suchen beispielsweise eine Empfangsmitarbeiterin und sie schreiben als erstes, Wähler ist ein Zuhause, nicht nur für unsere Gäste. Wir suchen Gastgeber mit Inbrunst. Und am Schluss, also dann beschreiben sie so ein bisschen, was sie sind und was sie suchen. Am Schluss schreiben sie, binden sie ab mit, schreibst du die Geschichte mit uns weiter? Also sprich, hier machen sie gleich eine Welt auf und öffnen Herzen. Also nicht nur für die Gäste, sondern für die Gastgeber. Du bist ein Gastgeber. Wir suchen dich mit Inbrunst und schreib mit uns die Geschichte weiter. Das alleine ist schon ein kleiner emotionaler Move, wo man sagt so, ja, da fühle ich mich emotional angesprochen. Also da ist es eben ganz, ganz wichtig, solche Texte kann man auf gar keinen Fall abschreiben. Also, dass man jetzt sagt so, oh ja, genau, das klingt gut. Wir nehmen das jetzt, das mit der Geschichte, das gefällt mir, das übernehme ich jetzt auch. Das, wenn man solche Texte abschreibt, dann, das spürt man. Das ist dann nicht hundertprozentig echt. Also, das heißt, dieses Warum-Thema
Das ist ein ziemlich großes. Wir erinnern noch mal dran, Lisa gibt im Ganzen 11 von 10 Punkten. Das eigene Warum, das echte Warum zu finden, ist aber teilweise gar nicht so einfach. Also wir geben euch gleich sehr, sehr einfache Beispiele. Nicht, dass ihr jetzt gleich hier verzweifelt, aber jetzt mal so das große Warum zu finden. Das kann eine Lebensaufgabe sein. Man kann dafür Workshops buchen. Auch wir geben solche Workshops. Oder man probiert einfach mal unser kleines Produkt. Wie heißt es? Wortfindungsstörung, Mitarbeitersuche neu gedacht. So, genau. So in etwa. Da habt ihr das, also dann eine Annäherung an das Warum, sozusagen in Kurzform, wie ihr das möglichst schnell rausfinden könnt. Es ist aber auch so, dass man da häufig noch ein bisschen dran feilt. Wenn man da mal ein bisschen spitz gekriegt hat, okay, was bewegt mich denn? Dann ist es häufig so, dass man Schicht für Schicht sozusagen der Sache näher kommt. Wer sich mit der Thematik beschäftigen möchte, dem sei ein Buch ans Herz gelegt, nämlich von Simon Sinek, Der Golden Circle. Finde dein Warum. Sehr, sehr genial, das Buch. Kann ich auch nur empfehlen. Annik, da möchte ich wirklich nochmal tiefer mit einsteigen. Ich glaube, das ist eine extra Mini-Folge wert, zu überlegen, wie kommen wir textlich an unser Warum. Deswegen machen wir da an dieser Stelle jetzt Schluss. Ihr wisst jetzt, was euer Warum ist oder warum ihr eins braucht. Und in der nächsten Folge erklären wir euch, wie ihr dazu kommt und geben euch auch noch mehr Beispiele, damit ihr wisst, wie ihr euer Warum findet. Bis gleich. Tschüss. Salz in der Suppe. Welche Zutat fehlt dir noch, damit dein Business zum Hochgenuss wird? Klicke auf salzinersuppe.com, wenn du mehr wissen willst und um deinen Termin für ein kostenloses Erstgespräch zu buchen. Auch wichtig, das Abonnieren nicht vergessen und einen Kommentar hinterlassen, damit wir auch weiterhin der Businesswelt die richtige Würze verpassen können. Auf dich und deinen Erfolg!